Hallo, Freunde des Point-and-Click-Adventures. Willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play. Ende bricht aus mit Miles Beeman. Ich kurbel erstmal die Musik etwas runter. Weil wir wollen ja nicht, dass Musik und Dialoge in den Kommentaren vermittelt werden. Und wir spielen weiter. Wie immer. Moment, habe auch den letzten Stand geladen. Schlitz 3. Wir verspielen den Speiseplan. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Na los, wieder den. Das könnte klappen. Cool, kann wir vielleicht. Essensschlacht! Yippie! Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Wo ist der Aluminium? Karit, das ist der Chauffeur. Oh oh. Hallo? Ich suche. Dialogskip. Tür geh. Da müssen wir wieder die Limousine zerdengeln. Damit. Poki! Ja, dieser Raum ist eigentlich sehr funktionell und schlicht gestaltet auf den ersten Blick. Darum habe ich auch gar keine guten Geschichten zu diesem Raum, die nicht schon das ein oder andere Rätsel hier spoilern würden. Darum habe ich mir eben gerade nochmal, um irgendwas erzählen zu können, die ganzen Item-Reaktionen mit den Objekten hier im Raum durchgelesen und muss sagen, ich bin ein wenig erschüttert. Lauft. Lauft weg! Das ist alles nur Unsinn! Alles nur Unsinn! Yippie! Wen soll ich schon an? Du, das ist... Ich habe die Lampe... Telefon mit... Nachthosen! Jetzt haben wir so ein rotes Telefon wie in den 60er-Jahre-Filmen! Yippie, lass uns den dritten Weltkrieg auslösen! Später, kleiner Kumpel. Später. Cool. Moment, was können wir hier? Ich warte, dann kann ich es... Sinnloses Kombinieren. Schere mit den Laktosen. Mit der Zickzackschere könnten wir ruckzuck die Licklackdosen öffnen. Findest du das nicht ein wenig plemplem? Komm si, komm sa. Ketchup mit Lackdose. Tada! Bordeaux Ketchup. Benutze Ich nenne den Farbton Morgenrot. No sense. Wenn Punky schon sagt, dass es No sense gibt, machen wir natürlich einen auf. Damit könnten wir Gotcha auf Britisch spielen. Hm? Aber nicht vor dem 5 Uhr, Tay. Ich muss ordentlich. Königsblau. Ja, da gibt's einige, die bei Königsblau die Kratze kriegen. Aber ich sag, hey, ihr Schalke-Hasser. Es gibt doch Leute, die andere Fußballvereine als Schalke hassen. Königsblau. Merken, die Dazzling-Leute sind wohl Schalke-Fans. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Königsblau. Machen wir mal ein bisschen Randale. Hier ist die Mordwaffe. Das Blut ist noch frisch. Kombiniere. Der Täter war der Lackierer. Cornflakes-Schachtel, Polizeibacke mit, oh ne, mit Laktose. Nein, danke. Ich trinke nicht im Dienst. So viele geile Dialoge, die ich überskippt habe. Auch ohne Bemalung hält sich der Generalschlüssel für was Besseres. Ach, wieso mache ich das eigentlich? Ich bin ja nicht Krog, aber... Wenn ich die Dose an das Kabel klemme, könnten wir uns eine Zentrifuge bauen. Yippie! Hase schleudern! Schraubschlitze mit
Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Signalfarbenwerkzeug. Ersatzreifen. Nicht ganz das, aber als Provisorium sollte er ausreichen. Als Provisorium, der Reifen ist platt. Benutze Dr. Masters, ne? Der Doktor würde niemals mit Lack unterschreiben. Benutze unterschiedliches Formular mit Schlüsselmeister. Du brauchst eine Therapie. So. Ich war in der Gruppentherapie. Und? Hat es was gebracht? Irgendwie schon. Es hat mich in die Lage versetzt, König... Ja, meine ist trotz der Salbe dreimal wieder aufgeplatzt. Ich setze mich nie wieder mit nacktem Hintern auf gefrorene Parkbänke. So viel ist sicher. Ja, das ist problematisch, wenn man das Play professionell machen will, muss man immer auflachen. Kleiderbügel mit Lack. Nein, der Kleiderbügel gefällt mir in der Farbe. Schade. Können wir Lack trinken? Hui. Ich kann die Komplettlösung sehen. Das müssen die Lösungsmittel sein. Toll. Cool. Vielleicht können wir den Wagen mit der Gabel kurz schließen. Das Zündschloss ist nicht... Können wir die Gabel... Tutti oder Mutti oder Mutti? Habt ihr noch Hunger? Nein, das Mittagessen... Dialog skip following. Nein, wenn da rote Farbe dran ist, kann ich sie nicht mehr an Vegetarier verkaufen. Stimmt. Du kommst in der Story nix weiter, bis auf die erste Schlacht und hör uns tonnenweise dämlich. Nicht mal die Henkel vom Topf lassen. Es ist wirklich jetzt übertrieben. Nein, nein, nein. Armer. Wir kombinieren jetzt alles, wo wir viel besser. Ja, wenn wir den ganzen Lack in den Topf füllen, können wir die Dose als Topf benutzen. Ich schlafe eine Nacht drüber, dann kann es losgehen. Schade. Cocktailkarte mit Ich Lack. Nehme einen doppelten Lacktopf für den Nachhauseweg. Haben Sie nicht schon eine Wand zu viel gestrichen? Ich weiß selbst am besten, wann ich genug lackiert habe. Nein, danke. Ich trinke. Ach, hatten wir schon. Haben wir nicht doch ein geiles Zeug, um es mit Lack zu bringen? Sollte keiner der Anwesenden Einwände gegen die Vermählung von Topflappen und Lack... Nein! Ich liebe Bordeaux Metallic! Bordeaux Metallic... Hier ist die Mordwaffe! Kombiniert... Harvey mit... Cornflakes! Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Wieso mache ich eigentlich nur dämliche Kombinationen anstelle von Spielen? Ich weiß nicht. Entweder habe ich zu viel Grog geguckt oder ich habe den Spoiler-Poki gehört. Falls du glaubst, so bist du, schreib es in die Kommentare. Klick. Pass auf, Harvey. Wenn du zu doll dran riechst, siehst du Farben. Blau. Harvey, Harvey, Harvey. Bam, bam, bam. Was packst du? Fußnagel. Ach nö, ich habe mir die Fußnägel schon mit Hautfarbe lackiert. Ach, jo. Nope, da fließt kein Strom in diesem Schlüssel. Wieso kombiniere ich eigentlich alles hier mit? Der Schraubenschlüssel funktioniert ganz ohne Elektro. Es ist einer von diesen stromsparenden Kini. Seid ihr bereit? Unser. Wir warten. Hey! Was? Beide enden auf Spotztausend. Ich sollte nicht sitzen.
Ich liebe es, Türen zu öffnen. Du solltest Safeknacker werden. Ich darf aber Safeknacker klingt. Ich liebe. Du soll. Ich dachte eigentlich an Page in einem Hut. Aber Safeknacker. Ich sollte aufhören, sinnlos Dinge mit. Das eine ist der Schlüssel in die Freiheit. Das andere ist der Schlüssel zur Gruppentherapie. Was haben wir eigentlich denn? Ich weiß auch. Ich erinnere mich an den. Das war ein Schlüsselerlebnis. Meine Therapie. Moment mal. Ich glaube, mit dem Schlüssel kann ich die Unterschrift des Barmanns entschlüsseln. Mal sehen. XXX. Das X steht für. Aha. Und das zweite. Oh. Also entweder es heißt Barmann oder wer das liest, ist doof. Nur wenn es gar nicht anders geht. Oder ich Hunger auf Gold bekomme. Lecker Gold. Stroh. Nein, das Gold ist jetzt vollkommen fest. Hätte ich das mal vorher gewusst. Eine Rede. Lauft so schnell ihr könnt. Cool. Telefonhörer mit Generalschlüssel. Das habe ich ganz ohne Telefonjoker hinbekommen. Aber den 50-50-Joker hast du beim Münzwerfen verbraten. Ja, das war ärgerlich. Dabei wusste ich die Antwort. Kleiderbügel mit. Der Schlüssel bringt mich überall hin, außer in den Wäschelift. Ja. Ui, puh, was hast du? Schlüssel und Gabel. Nicht so schlimm. Also Schlüssel mit. Mein Generalschlüssel ist deutlich cooler. Wieso mache ich das eigentlich? Das sind zwei nützliche Werkzeuge, die man in keinem Schweizer Taschenmesser findet. Cool. Warte, ich weiß. Das sind zwei nützliche. Ketchup mit Generalschlüssel. Huh? Für einen kurzen Augenblick dachte ich, ich hätte eine Frikadelle. Aber es war nur mein Generalschlüssel. Huh? Für einen kurzen Augenblick dachte ich, aber es war nur mein. Den Generalschlüssel zerschneiden? Nach all der Mühe, die ich damit hatte? Keine Chance. Ach, genug sinnlos kombiniert. Wir machen eine Speicherpause. Und ich sag Tschüss, bis in die nächste Folge. Tschüss.